Stunde rufe ich auf Herrn Dr. Hermann Josef Tebroke, CDU/CSU, und weise darauf hin, dass es sich auch hier um seine erste Parlamentsrede handelt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Jahre 2008 ereilte nicht nur die Vereinigten Staaten in Amerika, sondern auch Deutschland und Europa eine Finanz- und dann Wirtschaftskrise, mit der viele in dem Ausmaß nicht gerechnet haben. Und Sie haben es gerade angesprochen, Herr Dr. Michelbach, ich weiß nicht, wer damals geglaubt hätte, dass wir nach 10 Jahren, sprich heute, in einer so guten wirtschaftlichen Verfassung uns wieder befinden. Ich glaube, man hätte gefragt, ob wir gesund seien. Wir haben aber auch erlebt, meine Damen und Herren, wir haben aber auch erlebt, dass es nicht nur ein Problem der Banken oder der Finanzinstitute war, sondern dass es letztlich auch ein Problem der Wirtschaftssysteme insgesamt war. Es haben nicht nur die Banken erlebt, dass es ein Problem gibt des Vertrauens, sondern es haben alle Wirtschaftsbereiche dieses erleben müssen. Und wir haben heute in verschiedenen Facetten immer noch Anzeichen auf das, was seinerzeit eingeleitet und eben passiert ist. Die Bankenunion kann eine Antwort darauf sein, kann ein wichtiges Instrument sein dafür, dass so etwas nie wieder passiert. Also es geht um die Stabilisierung der Finanzmärkte, unseres europäischen Finanzmarktes. Es geht um die Verbindung von Risiko und Haftung. Es geht um das Wiedergewinnen von Vertrauen der Sparer in ihre Bank, in ihrem Land. Und es geht auch um die Rücksicht auf unsere funktionsfähige deutsche kleinteilige Kreditwirtschaft. Auch der gegenüber sind wir in der Verantwortung. Mit der ersten Säule, meine Damen und Herren, der Bankenunion, es geht nicht darum, sie hier schön zu reden. Sie befindet sich im Aufbau und sie wird korrigiert. Und das muss ich an dieser Stelle sagen, das hat auch niemals jemand, auch aus unserer Fraktion, bestritten. Es geht darum, diese Bankenunion als ein wichtiges Instrument zu begreifen, das weiterentwickelt werden muss und weiterentwickelt werden kann. Die gemeinsame Aufsicht in der ersten Säule ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Hier soll Stabilität erreicht werden. Aber ich sage soll, weil wir natürlich noch keineswegs am Ziel angelangt sind. Und es hat auch keiner verheimlicht, die großen Risiken, gerade war von den VN-Krediten die Rede oder auch von den Staatskrediten, die in vielen Bankbilanzen schlummern. Und es ist keine gute und angenehme Diskussion, auch politisch nicht einfach, über die Bonitätsunterschiede von Krediten öffentlicher Haushalte zu diskutieren. Aber wir werden diese Diskussion führen. Wir verstecken dieses Problem nicht, sondern werden es anfassen. Das müssen wir, weil sonst funktioniert die Bankenunion nicht. Und mit dem einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus ist endlich etwas geschehen, was die vorgesehene Haftungskaskade normiert, so wie wir uns das wünschen, nach dem Grundsatz, dass eben nicht zuvorderst die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden, sondern für die Abwicklung die Gruppe aller Banken in Europa haftet. Das war immer unser Ziel und wurde an dieser Stelle auch sehr deutlich. Deswegen ist auch die zweite Säule eine wichtige Säule, die auszubauen sich lohnt. Und ich komme zur dritten, zur Harmonisierung der nationalen Einlagensicherungssysteme. Eine wesentliche Errungenschaft, und sie dient im Besonderen dem Interesse der Sparerinnen und Sparer und der Bildung oder muss man sagen Rückgewinnung ihres Vertrauens in ihre Bank, in ihrem Land. Und durch die Definition von Mindeststandards europaeinheitlich wird erreicht nach dem Grundsatz, dass die Risiken auch nur in dem Land und nur dort aufgefangen werden, wo sie auch tatsächlich entstehen, dass die Risiken bei der Haftung in den jeweiligen Ländern zu verbleiben haben. Jedem Land ist es unbenommen, über die Mindestanforderungen hinausgehende Einlagen, Institutssicherung zu implementieren. So werden wir das auch oder haben wir das auch in der Bundesrepublik gehalten. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich vor diesem Hintergrund nochmals einen Blick auf die deutschen Banken, insbesondere die kleinen und mittelständischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken werfen, für die ich uns hier im Parlament, und der Kollege Theiner hat es gerade eben angesprochen, sehr wohl auch verantwortlich fühle. Einheitliche hohe Standards der Aufsicht in Europa sind erstrebenswert. Sie bedeuten in einigen Mitgliedstaaten deutliche Verbesserungen, von denen wir auch profitieren. Das ist gewiss so. Aber wir müssen uns bei der Regulation, bei der Regulierung auch darüber Gedanken machen, ob sie denn verhältnismäßig ist. Ob das, was wir gerade von den Instituten erwarten, die eben nicht verantwortlich waren für die Krise, ob das von diesen Instituten eigentlich leistbar ist und ob dieser Verwaltungsaufwand sie am Ende nicht dazu zwingt, zu fusionieren oder aus dem Markt auszuscheiden, das können wir nicht wollen, weil es unser durchaus erfolgreiches Banksystem beschädigt.
Und hier verweise ich auf eine laufende Diskussion um die Möglichkeiten der Proportionalisierung und auch der Seuchen in den Small Banking Box. Hier sind wir unterwegs und ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dass wir da weitere Schritte erreichen. Und dann kommen wir dazu, dass diese Kreditinstitute, gerade auch die kleinen Kreditinstitute, nunmehr zusätzlich auch noch zu einem neuen europäisierten Haftungsregime erworbene Vorteile und Besonderheiten möglicherweise aufgeben sollen und in eine vergemeinschaftete Einlagensicherung einzahlen sollen. Meine Damen und Herren, ich halte das für nicht nur unzumutbar, sondern auch für unnötig. Und ich glaube, dass im Übrigen auch falsche Verhaltensanreize gesetzt werden. Vor 10 Jahren, meine Damen und Herren, begann die Finanzkrise. Kommen Sie freundlicherweise zum Schluss. Das mache ich gerne, Herr Präsident. Vor 10 Jahren begann die Finanzkrise. Vor 5 Jahren haben CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben und im Laufe der Legislatur auch entsprechend gehandelt. Ich darf zitieren: Die Sicherheit der Spareinlagen ist ein wesentliches Element stabiler Finanzmärkte. Herr Kollege, es wäre weiter, schön, wenn Sie Ihre Ankündigung auch Taten folgen lassen würden. Ja, das tue ich. Die deutschen Einlagensicherungssysteme haben sich in der Krise als stabil erwiesen. Eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung auf EU-Ebene lehnen wir ab. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich kann wirklich nicht erkennen, warum von diesem guten Grundsatz abgewichen werden soll. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.